Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf Lori. Sie hat einen neuen Song rausgehauen. Blicke heißt das Ganze und wir quatschen auch gar nicht. Ey, lass gerne ein Abo da, lass gerne ein Follow da. Ach, ich hab schon direkt reingeschissen, deswegen rein. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Einfach hochkant. Ändert sich das noch? Lol. Digga, hä? Wie, was ist das denn? Keine Ahnung, aber ja, vielleicht ist es cooler für euch. Und Beat von Kyrie und Eddie. Letzte Woche war alles gut, dann hab ich mitbekommen, ich war dir nie genug. Sogar meine Mama hat mich gewarnt, du hast schlechtes Karma und böses Blut. Gestern meintest du noch zu mir, sie wäre eine Bitch. Und am nächsten Tag erwisch ich dich mit ihr an einem Tisch. Bro, hä? Digga, warte mal. Was? Reezy beim Text geholfen? Ich glaube, das steht auch nicht hier, oder? Hä, hey, bitte, ich muss das jetzt auf Spotify abchecken. Hä? Also, ich schwöre, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? Ich will ja auch gar nicht so, aber jeder, der Reezy kennt und auch jeder, der Reezy krass hört. Warte, wie mache ich das? Der weiß direkt, dass geschrieben von Bayern, Eddie, Loredana, Tonio, Krämer. Nee, kein Reezy. Ich weiß nicht, vielleicht ist Reezy mit echten Namen Kulfika, Ali, Achodi. Aber Bruder, das hat mir richtige Reezy-Vibes gegeben. Allein der Flow und so. Wir waren Gang, wir waren Bro, wir waren Family, wir waren close. Du hast Grenzen überschritten, wirst zum Phantom oder Ghost. Perfekt gestoppt, Digga. Ich schwöre, es hört sich an wie Reezy. Ich schwöre, man könnte einfach die Stimme nehmen. Allein vom Flow. Diese Bro, Shop. Sitz im Bentley und fahr los. Keine Friendship mit den Hoes. Ich zeig dir die kalte Schulter und sie spendet dir keinen Trost. Ich will dich nie mehr sehen. Du musst bitte verstehen. Ich weiß, meine Blicke tun weh. Und wenn sie. Ist das die Hook? Ich zeig dir die kalte Schulter und sie spendet dir keinen Trost. Ich will dich nie mehr sehen. Du musst bitte verstehen. Ich weiß, meine Blicke tun weh. Und wenn sie dich treffen, dann ist es zu spät. Digga, was für krasse Augen. Vergiss keine Tränen. Und wie es dir geht, ist nicht mein Problem. Du wirst mir sicher nicht fehlen. Und wenn du gehst, vergiss nicht für immer zu gehen. Denn ich will dich nie wieder sehen. Geil. Digga, das hat was. Ich will dich nie wieder sehen. Digga, auch diese Moves. Ich will dich nie wieder sehen. Geil. Ich will dich nie wieder. Lieber Gott, ich bete zu dir, bitte nimm die falschen. Bruder, das ist, hört sich. Bruder, ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ne? Das hört sich an wie Reezy. Freunde, weg von mir, denn ich bin zu gut, glaub ich. Tötete es zu heute. Aber es gefällt mir gar nicht. Also, selbst wenn es Inspiration oder keine Ahnung was, wenn die im Studio zusammengearbeitet haben. Geil! Ich schwöre, also normalerweise bin ich eher der Typ, der dann sagt, Loredana-Songs. Da gibt es vielleicht von 10 Songs, die ich 3 so gerne höre. Aber das ist richtig geil. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Da muss ich einfach sagen, egal, komm, man kann drüber reden und so, Loredana dies, Loredana das. Aber im Endeffekt, in eurer Spotify-Playlist sind Leute drin, die Musik machen können. Weißt du, ihr packt jemanden auf eure Lieblingsliste, nicht anhand dessen, was er privat für ein Mensch ist, sondern ob die Musik geil ist, ob der Song jetzt geil ist oder nicht. Mir ist scheißegal, was Loredana privat macht. Ich möchte Musik hören. Mehr ist es nicht. Weißt du, wisst ihr, das fuckt mich auch ab, wenn so Leute dann sagen, ja, aber die hat so gemacht, die hat so gemacht. Ja, Junge, 90% von Deutschrap hat ja angeblich Leute abgezogen, hat ja Schlägereien, Messerstechereien. Junge, keine Ahnung, Alter. Ich will da auch keine Politik machen. Mir ist das einfach Rille, was die Leute da machen. Ich will nur Musik hören. Und ich muss sagen, das Musikformat, das Musikvideoformat, gefällt mir sogar. Es ist irgendwie geil. So mal was anderes. Und auch die Aufnahmen, die sie gemacht haben, sehr, sehr geile Aufnahmen. Ist das irgendwie eine Kooperation mit Handy oder so? Weil es gab ja in letzter Zeit. Aber richtig, richtig geil. Mehrere Locations, immer coole Aufnahmen. Aber deiner war ein schwerer und ein schwarzes Kreuz. Digga, was ist das für eine Aufnahme? Markiert das Ende einer Ära. Steig ein in den Bentayga, drück die Nikes auf das Peter. Okay, ich sag das nicht nochmal, aber es hört, Digga, auch Wörter wie Bentayga und so, das hört sich einfach an wie Reezy, aber es ist geil. Zeig Emotionen, aber keine für Verräter. Ich will dich nie mehr sehen. Geiles Outfit. Aber Ey. keine für Verräter. Ich will dich nie mehr.
Digga, das sieht voll fresh aus. Du musst bitte verstehen, ich weiß, meine Blicke tun weh. Und wenn sie dich treffen, dann ist es zu spät. Vergiss keine Tränen und wie es dir geht, ist nicht mein Problem. Du wirst mir sicher nicht fehlen. Und wenn du gehst, vergiss nicht für immer zu gehen, denn ich will dich nie wieder sehen. Digga, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr krass an. Ich will dich nie wieder. Tschüss, oha, das sind einfach drei Ferraris oder keine Ahnung, was das für Autos sind, aber die Autos sehen krass aus. Oh, die Arme. Guck mal, die hat einfach Korb bekommen. Ich weiß nicht, wie die Tochter heißt. Wie ist die nochmal? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, guck mal, die will küssen. Die dreht Kopf weg. F in den Chat, F in die Kommentare. Ey, was wurde hier zensiert? Ich muss nochmal den zweiten Part hören. Hier, ab hier. Jetzt. Digga, dieser Part ist so ein Meisterwerk, ne? Muss ich einfach sagen. Das hat sich so geil angehört, auch mit dem Beat und mit dem Flow. Pass jetzt nochmal ein bisschen auf. Zu dir. Bitte nimm die falschen Freunde weg von mir, denn ich bin zu gutgläubig. Also diese zwei Strophen oder zwei Verse mäßig. Erstmal lieber. Und danach ändert sich auch der Beat hier ab der Stelle. An der Stelle. Und auch ihr Flow Switch. Das ist richtig geil. Das ist ein richtig geiler Übergang. Von mir, denn ich bin zu gutgläubig. Tötete es zu häufig. Außer einer Schulfreundin waren allen diese. Häufig. Jeder macht mal Fehler, aber deiner war ein schwerer. Und jetzt auch direkt wieder so, irgendwie ändert sich das nochmal. Und es gibt den ganzen Song ein bisschen mehr Energie, so, weißt du? So auch die musikalisch, also der Beat, ich weiß nicht ganz genau, wie man diese Effekte nennt, aber ihr hört ja diese Ding, Ding, Ding. Mach mal Fehler. Ihr checkt das Scheide, Ding, Ding, Ding. Könnt gerne kommentieren, was mein Ding, Ding, Ding ist. Aber das gibt's so auf den, ich möchte tanzen. Käuflich. Jeder macht mal Fehler, aber deiner war ein schwerer. Und dein schwarzes Kreuz markiert das Ende einer Ära. Steig ein in den Bentayga, drück die Nikes auf das Peter. Ich zeig Emotionen, aber keine für Verräter. Ich will dich nie mehr sehen. Geil, geil, geil. Also ich muss ehrlich sagen, ne, geiler Song. W-Song, W-Upload, also ihr könnt gerne kommentieren, ob ihr auch das Gefühl hattet, da waren so irgendwie, ohne das Böse zu meinen, als ob Reezy einfach den Text geschrieben hat. Das wäre auch cool, weil ich liebe Reezy, Bruder, Reezy, oh, Reezy Top 5 Deutschrap, so ohne zu reden. Deswegen wäre es cool, wenn sie auch was zusammen gemacht haben, so, weißt du, nicht mal böse, sondern einfach nur, wäre geil. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein cooler Song. Hatte Energie, hatte einen guten Vibe. Natürlich hat sie ab und zu über Fake-Leute, dies, das geredet, ne? Und trennen sie von mir, lieber Gott. Aber ich fand, so im Gesamten hatte das schon auf jeden Fall so ein Energie, so ein Vibe mit Energie, so, weißt du, der so, weißt du, auf dem, zu dem kann man auch tanzen und so. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor den 1200 Abonnenten. Macht die gerne voll. Und ansonsten, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin auf Lori reagieren sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder so. Tschüss.